Scheiße! Bist du auch dran? Oh, da hab ich jemand getroffen. Scheiße. Aber so klappt's. Oder so könnte es klappen. Oh, wenn ich dahinter Deckung nehme. Aber ich habe zu wenig Schuss. Ich habe zu wenig Schuss für die Pistole und ich habe zu wenig Schuss fürs Maschinengewehr. Aber zwei Leute könnte ich damit platt kriegen. Hallo, mein alter Freund. Was ich aber nicht verstehe, ich sehe da unten, ich habe 4 Schuss also im Magazin los, und 7. Noch so. Wenn ich jetzt aber nachlade. Achtet. Penis, Penis, Penis. Ich muss den töten, bevor der erste schon bei mir da antanzt, ey. Oh, und ich muss einfach vielleicht in das Gebäude reinballern. Okay, Pauli, sag ich schon, der Typ da an sich scheint jetzt nicht mehr das größte Problem zu sein. Jetzt lasse ich die 4 Schuss in meinem Magazin, vielleicht reicht das auch mit den 4 Schuss, dass ich den dann abknallen kann. Alter, ey, das ist ein Scheiß. Meine Fresse. Ich habe eine Familie. Oh, Junge. Ich habe Kinder. Schnapp dir. Ich habe Kinder. Toll, ich habe nur einen Energiepunkt. Können wir tauschen. Okay, diesmal hat er sich nicht drauf eingelassen. Oh, Scheiße, ey. Boah, das tut mir echt lieb. Ich weiß nicht, wie lang bin ich jetzt schon hier. Es ist scheiße. Es ist einfach nur kacke, doof und nervig. Ich will die Mission nicht nochmal komplett neu machen. Also, falls ich das machen muss, ich werde es offscreen machen. Keine Angst. Ich möchte euch das nicht alles nochmal zeigen. Weil das ist dann wirklich einfach. Das ist ja nicht, weil ich es nicht geschafft habe, die Mission, dass ich hier einen Unload mache, sondern weil das. Nein, Mann! Hätte ich nicht nachladen müssen, hätte ich ihn abballern können. Verdammte Kacke. Neuer Versuch. Scheiße! Mann! Ein Energiepunkt ist so schön. Schalalalalalala. Ey, ich hoffe, boah, bitte, ey, nur noch, bitte, die 4 Leute. Guck mal, 4 Leute mit einem Energiepunkt abzuknallen, das ist doch. Jetzt habe ich nachgeladen, ich muss gucken. Mein alter Freund. Ja, du mein alter Freund. Also los, Hinterkopf schießen. Tritt die Tür ein, geh da raus. Das Lustige ist, ich glaube, der steht immer hinter dem Ding, wenn ich hier runter quasi ja, in geübter Haltung gehe. Ich weiß zwar nicht wieso, ich verstehe die Logik zwar nicht, vielleicht bin ich da nicht laut und der registriert mich nicht, der denkt, ich bin nicht da, aber es scheint so zu funktionieren. Weil jetzt sieht man, dass der da schon wieder chillt. Sei still, sonst bist du auch dran. Ja. Oh, das Haus hat mich erschossen. Toll. Super. Ich habe die Kollegen von dem kommen erst, wenn. Ja, ist das eine, ich schätze mal, es ist eine geschlossene Tür, weil ich könnte vielleicht mal da reinschauen, ob da vielleicht irgendwie Energie sein könnte. Das wäre natürlich super. Ich würde mich riesig darüber freuen, ne? Hallo, mein alter Freund. Ja, es ist, ich hab's ja schon 1000 Mal gehört. Also jetzt verpiss dich da von der Tür und lass mich hier auftreten. Chef, bitte. Weil die Kacke ist halt, ich weiß noch nicht, was nach der Mission noch kommt, nach den einzelnen Missionsaufgaben quasi oder Segmenten. Hätte ich gewusst, dass ich hier nachher noch ballern muss, dann hätte ich mir natürlich Energie irgendwie geholt. Und ich hätte mich töten lassen oder wäre mit Absicht irgendwo gegengefahren. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Nein! Nein, 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 n
Boah, scheiße, 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 okay. Alter Vater. Komm. Komm. Komm, verpiss dich. Hallo, mein alter Freund. Ja, ich stehe im Weg. Hallo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Ja, der Bruder ist doch nicht, ey. Tritt die Tür an, geh da. Ich finde das schlimm, dass ich ihn nicht mehr töten kann, weil er mich... getan, dass du mir das jetzt antust. Hilfe! Wer, ich oder was? Wie sprichst du denn, Salieri? Hallo? Ich hab dich in den Rücken geschossen, du Wichser! Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Mann, wieso ist der denn nicht tot? Ey, ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Ich hab dir in den Rücken geschossen und der ist nicht tot. Hallo? Wieso reicht das nicht, wenn ich den Pisser abschieße? Das ist doch kacke, ist das, Mann. Ich will nach Hause. Carlo, mein alter Freund. Mann. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Okay. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Wasser. Ja, ich versuche es wieder so, weil es einfach schneller geht. Wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir den Snickers. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe den in das Gesicht geschossen mit einem Gewehr. Und wieso ist der nicht tot? Und warum kann er denn noch so quietschfidel einfach nur wegrennen? Verdammte Kacke. Ohne Scheiß, ich mache nur einen Versuch, ne? Ich mache sowieso mehr als einen Versuch, ich weiß. Aber ich werde es nicht mehr lange tun. Dann werde ich einfach die Scheißmission nochmal neu machen. Offscreen natürlich. Und werde dann diese Mission hoffentlich mit mehr Energie hier weiterführen. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Ich finde es sehr gut, dass es hier wechselt. Was, Kinderschänder? Sei still, sonst bist du auch dran. Das tust du zum letzten Mal. Mach ihn fertig, Tom. Nicht nachladen, nein! Sei kein Idiot, erschieß das Schwein. So eine Kacke. So, okay, das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Also ich will noch einen richtigen Versuch haben, dass der tot ist, ne? Und dann die drei Leute kommen und ich dann nochmal die Chance habe, die drei Leute zu vernichten. Wo will ich mal den Schießenden vernichten? Carlo, mein alter Freund. Oh Mann, das tut mir wirklich so leid, dass ihr das alles mit ansehen müsst. Ich wollte daraus eigentlich ein Let's Play machen, wo sowas halt nicht passiert.
Nein! Das ist doch nicht wahr, Mann! Ey, das ist doch scheiße. Ach, wisst ihr was, ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, was heißt keinen Bock mehr? Ich werde die Mission neu starten. Ich werde euch natürlich nicht mitnehmen. Wir sehen uns dann gleich. Moment. Und zwar sehen wir uns gleich genau dort wieder. Ja. Nur hoffentlich mit mehr Energie. Also, bis gleich. So, Freunde, da wären wir wieder. Und wie man sieht, Leben, ne, 48, Saliere noch komplett voll und sau viel Schuss von der Tommy Gun. Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich den Fehler gemacht, dass ich die Munition nicht wieder eingesammelt habe. Also war ich ganz entspannt. Das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hätte mir viel Zeit erspart. Ich habe vielleicht 6 bis 7 Minuten gespielt, glaube ich. Und ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt hier schon hänge. Und jetzt kann mich das Stück Scheiße echt mal sowas von am Arsch lenken. Ich werde erstmal so mit Blei voll pumpen. So, du kleiner Wichser. Wo bist du? Hä? Wichser, ey. So, jetzt könnt ihr Freunde ruhig kommen. So, komm, stirb. Jetzt erstmal der mit der Knarre hier. Zack. Wer hat das auch erledigt? Mach ihn fertig, Tom. Und das war's. Toll. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Oh! Na, wen haben wir denn? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt Ihren Mut. Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs! Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. Fahr zur Hölle. So redet man nicht mit Mr. Morello. Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umnehmen? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärsche auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer. Neues Auto für freie Fahrt wurde freigeschaltet. Und zwar der letzte auf O16 Roadster in grün. Der Wagen vom Schiff. Happy Birthday. So, Freunde. Wir können ja schon mal gucken. Schmuggle dich auf den Raddampfer und töte den Stadtrat während seiner Rede. Gut. Ihr wisst auf jeden Fall, wir haben beim nächsten Mal eine Exekutionsaufgabe. Ja, nächstes Mal, weil ich jetzt die Aufnahme beenden werde. Natürlich zeige ich beim nächsten Mal die Sequenz, warum wir den umbringen müssen und so ein Gedöns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es heute... Okay, ich meine, wir haben heute zwar missionsmäßig mehr geschafft als bei der letzten Aufnahme, glaube ich. Dafür, haben wir bei der einen Mission ganz schön, verkackt. Ja, man kann es so sagen, verkackt, ja. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß. Ich habe ja auch so ein bisschen mit Ausrasten und so zu tun gehabt, ne? Das mögt ihr ja, ich weiß. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich meine, allzu viel kommt gar nicht mehr vom Spiel, weil ich meine, diese Mission, die jetzt kommt, das war die allererste, die ich von Mafia überhaupt erfahren habe, weil da es gewisse Parallelen zum Paten gibt, also zum Film. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall in der hinteren Hälfte des Spiels war. Gut, Freunde der Nacht, ne? Mittlerweile haben wir genau 1.03 Uhr. Ich habe jetzt 2-3 Viertelstunden aufgenommen, inklusive den Sachen, die ich rausschneide. Das heißt, im Endeffekt
werden, denke ich mal, so um die 2,5 Stunden rauskommen. Und ja, schlaft gut, ne? Und träumt was Süßes. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.